So, wieder mal ein Video über Blues. Wieso ist Blues so wichtig für uns? Ich glaube, es ist die Grundlage von der modernen Musik, Pop, Rock, Jazz, was auch immer. Und wenn wir hier uns zu Hause wohlfühlen, können wir viel machen. Das hier ist vielleicht wieder mal ein Video, wo wir alles noch einmal durchkauen. Und ich werde mal euch zum Schluss zeigen, wie ich gelernt habe, teilweise gelernt habe, zu improvisieren. Wie gesagt, ich bin noch verkühlt und ich werde jetzt nicht so viel reden, eher tun. Am Anfang mache ich eine einfache Begleitung und dann erweitere ich das. Und dann werde ich zum Schluss noch mitspielen bei einem, bei einem Track, wo ich da habe von einem bekannten Musiker. Diese Link schicke ich euch dann später. Okay, also ich habe, glaube ich, einfach einmal angefangen, ein paar Fingersätze zu lernen. Und das kennen wir alle schon. Aber noch viel wichtiger ist, dass man vielleicht mal rausfindet, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich jetzt was kann ich brauchen. Ja? Also, das ganze Fingersatz eben auf und ab spielen, das bringt nichts. Finde mal irgendwas, wo du dich wohlfühlst. Ja? Wo klingt das gut? Ja? Ich war mal auf einem Workshop und es war auf Englisch ein bisschen leicht zu erklären. Und der Musiker hat zu mir gesagt, Jeff Richmond hat er geheißen, ein Studiogitarrist aus Amerika. Der hat gemeint, play around with that, that sounds good. Also quasi spiel ein bisschen damit herum, bearbeite das. Du nicht herumsuche nicht irgendwelche Noten, die wir vielleicht gar nicht brauchen, die gar nicht gut klingen. Ja, das ist so wie Vokabular aufbauen, versuche mal ein paar Sätze zu sagen, die gut klingen und nicht jetzt 1000 Sätze auswendig lernen und keiner weiß, was du meinst. Und du sagst halt irgendwas Wildes herum, keine Ahnung, Apfelbaum, Dach, Keyboard, Skifahren, kennt sich keiner aus, was du sagst. Ja? Es muss wirklich einen Sinn haben. So, genug geredet. Ja. Nehmen, wo man eben bearbeiten möchte, weil es halt dort eben, keine Ahnung, gut klingt und man versucht immer dort ein bisschen was zu machen. Auch ein einfacher Jazz, ein paar Jazz-Akkorde, da funktioniert das genau gleich.
Position. Genau, gleich wie hier. Mit einem Teil des Liedes beschäftigen und nicht jetzt, okay, ich habe eine Harmonie und ich habe jetzt ein Skala oder einen Fingersatz und ich spiele einfach wild herum und irgendwann klappt das. Nein, wirklich versuchen, jede Eck, jede Harmonie zu bearbeiten, auch wenn es nur ein Teil vom Lied ist oder eine kleine Akkordfolge. Und so habe ich es gemacht bei gewissen Liedern. Ich habe einfach ein bisschen mitgespielt und schaue, was der Künstler gemacht hat. Da hat der wesentliche Vorteil, dass es normalerweise sehr, sehr gut klingt. Ja. Es ist wirklich einen guten Groove, guten Musiker, spielen mit und du bist quasi ein Exakt.